Damals schon war er noch nicht auf die Torhüterposition fixiert. Also er hat im Feld trainiert, im Feld gespielt, im Tor trainiert, im Tor gespielt. War damals auch noch relativ klein für einen späteren Welttorwart. Das konnte man auch so noch nicht absehen, wie groß er immer werden würde. Aber er hatte natürlich eins, er war positiv besessen vom Fußball. Er hatte ja auch herausragende Feldspielerqualitäten, hätte sicherlich auch im Feld Profikarriere machen können. Ihn zeichnete immer ja, eine gewisse ja, Spielfreude, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Lockerheit auch aus, die er heute noch hat. Manu ist das eigentlich vollkommen egal, ob da eine Milliarde vorm Fernseher sitzt oder 100.000 im Stadion sind. Der würde auch spielen, der würde auch Fußball spielen ohne Zuschauer, weil er ist angefangen zu spielen, weil Fußball eben Spaß macht. Ja, Sorgen nicht, das ist nur natürlich unheimlich schade, weil in erster Linie liebt Manuel nach wie vor Fußball und er möchte jeden Tag auf dem Platz stehen. Der möchte einfach nur Bälle halten, der möchte Fußball spielen. Das kann er jetzt schon zum wiederholten Male nicht. Aber wenn ich mir bei einem Spieler weniger Sorgen mache Richtung WM, dann sicherlich bei Manuel, weil Manuel ist nicht umsonst Welttorhüter geworden und wird wiederkommen, wird vielleicht besser wiederkommen denn je, wird entsprechend trainieren, wird entsprechend hart arbeiten und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er bei der WM in Russland dabei sein wird und in Bestform sein wird.